So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, ich spiele wieder Harry Potter. Aber es wird nur ein kurzes Infovideo. Und warum? Ich werde mal jetzt so einen Arenenkampf bestreiten. Heißt es ja bei Pokémon und hier eben gegen einen Geist kämpfen. Aber alleine, das sind ja die großen roten Gebäude. Gibt es auch mit grünem Dach. Ich werde natürlich hier oben mit einer Person was sitzen. Nur einen, davon habe ich fünf. Packen wir das natürlich. Ja. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Nein. Besiege zwei Gegner. Aha. Das heißt also, geht auf Zeit, wie ihr seht. In 5 Minuten muss es fertig sein. Oh, ein Werwolf, Mensch. Jetzt muss man natürlich mit dem Stab immer auf den Punkt zielen oder auf den Stern und versuchen zu blocken. Ist natürlich witzig gemacht. Jawohl, erste war erfolgreich. Da ist der zweite. 4 Minuten habe ich noch. Das könnte aber richtig klappen. Einmal noch. Jawohl, jetzt ist er fertig. Also das sind sogenannte Hauskämpfe, heißt es ja bei Harry Potter. Dann gibt es immer die Bücher. Oh. Eintracht gibt es nicht. Ihr seht, es habe ich geschafft. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh, da habe ich 3 neue. Werde ich natürlich jetzt alle auflösen. Aber wichtiger ist es ja. Ah, wo ist es? Wir sammeln erstmal alles, dass ich die ganzen Tagesbelohnungen fertig kriege. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr es schon drauf habt oder wollt ihr euch das noch installieren. All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Ja, da gibt es ja die Taler, die man braucht. Okay. Wo habe ich denn jetzt... Hier könnte ich auch... Ah, da sind sie, die Bücher. Die Zaubersprüche, die ich jetzt erlernt habe, 2 Stück sind da drinne. Werde ich natürlich einmal hier verwenden. Schließen. Jetzt könnte ich hier unten weitermachen, wie ihr seht. Dass ich weitere, nehme ich den. Auch 4. Muss ich 2-mal machen. Ich habe aber, glaube ich, noch. Jawohl. Habe ich auch. Den hier oben natürlich auch noch mitnehmen. 2-mal schließen. Kann ich noch was machen? Oh, ihr seht, ich kann noch richtig weiter investieren. Das ist natürlich nicht schlecht gewesen. Kann ich auch noch mit Aldo, da kann ich ja schon richtig viel. Ne, da war's. Also, ihr habt gesehen, so ein Hauskampf bei Harry Potter ist richtig witzig. Jetzt könnte ich mir 2er natürlich noch machen, aber es war ja nur ein kurzes Infovideo von mir, wie so ein Kampf stattfindet. Und natürlich in diese Häuser gibt es immer wieder andere Kämpfe. Mal müsst ihr auf Zeit kämpfen, mal gegen mehrere Gangs,
Geister und, all das. Aber das, wie immer, nur ein kurzes Infovideo war, sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.